Und man sieht hier auch 75 Jahre Opel, diese Plakette. Bitte nichts anfassen, steht da vorne. Ja, wir haben gefragt. Sie haben gefragt? Ja. Falls der schnellste Borgwart, den es gibt, das kann man glaube ich so unterschreiben, mit ca. 2000 PS. Ist das ein Co-Modified Dragster? Schon. Ich habe das Auto jetzt 19 Jahre. 19 Jahre, selber restauriert? Alles selbst gemacht, jede Schraube in der Hand gehabt. Nein. Aber wirklich jede. Machen wir die Tür auf, das ist das Entscheidende. Manuel Schmitz. Guten Tag. Und Motor, Getriebe, Karosserie, alles ist im absoluten Originalzustand. Mit Aircondition. Mit Aircondition. Ja. Original, Bär, Klimaanlage. Diese Farbe heißt. Horizontblau. Die Innenausstattung ist dunkelblau und das Deck ist ebenfalls dunkel. Hier sind wir schon beim nächsten. Pagode. Absolut passend. Absolut passend. Farbe ist dunkelrot. Ja. Besonderheit bei dem Auto. Zwei Farben, ein Aussteigen. Schwarzes Hardtop. Schwarzes Hardtop. Sehr schön. Das ist natürlich sehr schön. Innenausstattung ist schwarz. 280. Machen wir das einmal die Tür auf. Gleich gegenüber kann man sagen, es ist Highlight. Hier ist Highlight. 300 SL. Baujahr 58. Jetzt würde ich sagen, es ist Corando Rot. Nein. Nein. Ja, ja. Nein. Jetzt haben sie mich kalt erwischt. Ich habe sie erwischt. Wissen Sie was, für uns ist ja jetzt Corando Rot heute. Ja, das ist jetzt Corando Rot. Wir geben auch nochmal die Richtung. Das Heck ist ja wunderschön. Ja, mal tun. Auch von Ihnen restauriert? Alles. Es war Feuerwehrrot. Feuerwehrrot, ja. Ist das? Es war Feuerwehrrot. Und für die Dame heute in dem Mantel. Also gesagt, genau. Der ist hiervon. Das kann man dazu sagen. 5000 Arbeitsstunden. Eingeben. Was steht da jetzt dran? Ne? Preis auf Nachfrage oder? 1,89 Millionen. Die Ausstattung ist ein grauer Zustand. Dementsprechend. Dann wünsche ich Ihnen heute guten Verkaufserfolg. Vielen Dank. Und vielen Dank. Gerne.
soweit ich. Okay, darf ich Ingo sagen? Ja, na klar. Ja. Was haben Sie uns mitgebracht hier? Adler. Wir haben zum Beispiel hier das Adler Taxi, Adler Favorit, 835, noch die alte Steuer. ID und das ist ein Beispiel für unsere umfangreiche Sammlung, die wir haben. Was haben wir jetzt hier? Das ist ein Panhard Diner X. Und jetzt nach dem Krieg hat er dann eben im Kleinwagensegment neu gestartet und das ist sozusagen der Vorläufer für die gesamte französische Autoindustrie, so wie sie heute steht. Ja, 1950, die Leistungsdaten sind ein Zweizylinder-Viertakt. 745 Kubik und ungefähr eine Spitzengeschwindigkeit von 110 bis 130 km/h. Mal, lass uns das mal später machen. Ich muss mal eben. So, wir sind hier bei Toni Planken auf dem Stand. Und Toni, hast du wieder was Schönes mitgebracht? Ja, wir sind hier, wunderbar. Stehen jetzt hier vor dem Ältesten, den du dabei hast. Ja, ganz was Seltenes. 69er 911S. Das war ein Auto, das hatte erstmalig die Stempelpumpe verbaut und war somit einer der stärksten Autos aus der Zeit und wog nur 935 Kilo, das Auto. Das war mit dem RS 73 der leichteste Porsche überhaupt. Man sieht das ja immer 68er am Kühlgriff, ne? Oder? Genau, da ist 69. Okay, daneben steht gleich der neueste, den du dabei hast. Ja, das ist ein 993 Cabriolet, 6-Gang-Schalter. Also alle an sich so, wie die Leute das gerne haben wollen. So, und dann sind wir beim Golf Blauen, G-Modell. Ja, sportlich Straße. Luftsportausführung, Überrollbügel, Luftsportbügel, Außenverlage etwas leistungsgesteigert. Clubsport heißt das sowieso schon. Bisschen im oberen Segment, motormäßig. Ja, und leicht alles, ne? Du hast keine Dämmung und er hat einige Optionen vom Fahrwerk her und Motorauspuff. Das ist ein gebautes Auto. Ne? Es gab ja auch Clubsportautos am Werk und das ist ein gebautes Auto, was wir so gemacht haben. So, wenn ich rot und braun sehe, heißt es ein Amerikaner schon, oder? Genau. Könnte man fast schon immer so tippen, ne? 85% Erstlack ist das Auto. Du siehst vorne, hat er ein paar Steinschläge, wenn du mal einmal näher rangehst. Aber ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild sehen kann. Aber es ist ein ganz originales Auto. Und das ist natürlich heute mittlerweile sehr rar, dass du Erstlack-Autos hast. Sind an sich die beiden schönen klassischen Farben, der rote und der weiße? Ja, genau. Weißes Cabriolet. Auch sehr gepflegtes Auto, ist die Nase schon mal lackiert, hintenrum auch Erstlackauto. Schwarzleder, ganz klassisch. Dann, danach haben wir einen 27S in Orange, ist kein Gulf Orange, das nennt sich nur Orange, diese Farbe. Ist ein Auto, was auch natürlich im top gepflegten Zustand ist. Und wenn wir weiter nach hinten einmal durchgehen, da haben wir einen minzgrünen. Ein minzgrünen Targa aus 1981. 10-mal nur gebaut, das Auto. In der Farbe. Das hat sich keiner getraut zu ordern in der Zeit. Genau. Und diese Granatapfelgeschichte hier? Oder wie heißt diese Farbe? Ja, das nennt sich. Das ist ein Auto, hat ein Auto hergefahren. Sehr gute Haltungsfischung, einfach ein gebrauchtes Fahrzeug, wie man es heute immer wieder gerne mal kauft und auch einen da schnell mit glücklich machen kann, der nicht ganz so tief in die Tasche will. Okay, dann wünsche ich dir schöne Geschäftstage hier. Dankeschön, ja. Dankeschön. Vielen Dank für den Besuch. Geworden, das ist der Kater. Das ist der Kater. Das ist der Kater. Das ist der Kater.
habt ihr hier stehen? Was habt ihr mitgebracht? Genau, im Endeffekt haben wir hier unsere Tracker mitgebracht, um einfach mal zu zeigen, um unseren Sport zu präsentieren und euch zu zeigen, was wir so treiben und wie das Ganze aussieht. Ja, und deswegen haben wir hier zum einen einen straßenzugelassenen Chrysler hier stehen aus den 70er Jahren. Das ist noch mit eins der einzigen straßenzugelassenen Autos hier. Der Rest ist tatsächlich nicht straßenzugelassen. Wir gehen mal runter, ja. Genau. Hier haben wir natürlich obligatorisch auch gleich noch eine Hafenbahn. Was hat denn hier eine? Eine Hafenbahn. Eine Hafen. Ich würde mal winken an der Hafenbahn. So, was hat man hier? Genau, hier kommt eine 1963er Chevrolet Nova. Das ist, hat keine Straßenzulassung mehr. Das fährt mit 1000 PS, reiner Saugmotor, Bremsfallschirm, allem drum und dran, ca. 8,8 Sekunden die Viertelmeile. Okay. Das Auto kenne ich ja, kann man hier, aber ja, genau, hinten aber nicht mehr. Wie man sehen kann, ein wenig modifiziert. Ja, das ist das Fahrzeug von dem Dominik Schlieper. Der fährt 8,7 Sekunden Viertelmeile mit rund 800 PS. 8,7 Sekunden Viertelmeile. Und hinten auch Bremsfallschirm. Wir fahren so bei Dominik, unter 0,100, unter 2 Sekunden. Ja. Also. Das ist mein Karmann Ghia, genau. Aktuell das schnellste luftgekühlte Auto in Deutschland. Wir fahren zurzeit die Viertelmeile in 8,7 Sekunden. Original war der mal Baujahr? 1968. 68er? Ja. Komm, wir gehen mal einmal drumherum. Ja, gerne. Geht's auch mit? Ja. So, wenn es mal an zu brennen fängt, dann ziehst du hier, oder? Bitte? Hier ziehst du, wenn es an zu brennen fängt? Genau, das ist die Feuerlöscheinrichtung von außen. Die Funktion habe ich quasi vom Armaturenbrett aus ein zweites Mal. Der Hauptstromkreis, welchen ich auch von innen nochmal schalten kann, geht unterbrochen da, ne? Wird dann unterbrochen. Wie sieht das Gerät von vorne aus? Original Karmann Ghia ist halt das Dachverschlussstahl, die Kupplungsstahl, die Schweller und die Schraubkante. Ja. Der Rest GFK und der Flügel. Das fährst du hinten drauf? Ja. Komm, ihr beide, wir führen mal in die Arme hier. Ja, prima. Danke euch. Jawohl, okay. Gerne. Mitte der 50er Jahre. Also, wo sind wir jetzt zu Gast? Bei Berlin Motors. Okay, prima. Dankeschön. So, Mitte der 50er Jahre gab es auch in Amerika eine sehr starke wirtschaftliche Entwicklung, auch in der Folge der Nachkriegszeit. Und die Strategen von Ford haben gesagt, da müssen wir was tun. Bei Ford haben wir nur Ford als Basismarke. Wir haben seit 1938 Mercury und wir haben ganz oben seit 1920 Lincoln und dazwischen haben wir nichts. Wir haben nicht die General Motors, Oldsmobile und Buick, Pontiac, alles nicht da. Wir müssen eine neue Marke kreieren. Man hat dann sehr lange überlegt, welchen Namen nehmen wir dafür. Mercury war schon ein Kunstname. Da hat man sich entschieden für den Namen Edsel. Das ja sehr ungewöhnlich ist. Edsel war der Vorname des einzigen Sohnes von Henry Ford, der schon 1942 mit noch nicht 50 Jahren gestorben ist an Magenkrebs. Der wahrscheinlich auch deshalb bekommen hat, weil er sich über seinen alten Herrn so sehr geärgert hat. Man hat dann tatsächlich eine, das was wir heute Marketing nennen, sehr intensiv gemacht und das Auto musste dann ja, sozusagen nach Publikumsgeschmack konzipiert werden. Erschienen ist er für das Modelljahr 1958 in einer riesigen Fernsehshow, wo alle Showgrößen der damaligen Zeit, unter anderem auch Frank Sinatra mit dabei waren. Das Auto ist mal dann ein Riesenaufwand in den Markt gepusht worden, aber es war nicht erfolgreich. Es hatte mehrere Gründe. Wenn man das hier sieht, das Auto hat eine Passspannautomatik, die Bedienknöpfe oder die Tasten der Automatik liegen im Lenkrad und werden nur Seilzüge betätigt, was natürlich insofern schwierig ist, weil die Seilzüge sich verdrehen mit der Lenkradsäule und das Styling ist ein bisschen ungewöhnlich. Wir empfinden das heute
Seite als ganz normal so einen Kühlergrill zu haben, fast schon Mercedes-ähnlich, aber böse amerikanische Journalisten haben unterstellt, diese Form ähnele den primären Geschlechtsmerkmalen einer Frau. So, und das hat im grünen Amerika einiges an Verwirrung ausgelöst. Parallel zu Ford-Modellen gefertigt. In der größeren Version, das ist dieser hier, der Citation, übrigens ein viertüriges Hardtop-Modell, mit Mercury-Modellen zusammen. Und das klappte nicht immer. Es fehlten Teile, die Montagequalität war oft sehr schlampig. Und das hat dazu beigetragen, dass innerhalb ganz kurzer Zeit das Image dieses Autos ruiniert war. Man hat dann noch eine Verbesserung geplant. 1959 kam ein ganz stark veränderter Edsel, der nicht mehr viel mit diesem gemeinsam hat. Auch der war nicht erfolgreich. Und dann kam noch ein Modell 1960, das ist so schlecht verkauft worden, dass im eigentlichen Kalenderjahr 1960 überhaupt keine Edsel mehr gebaut worden sind, sondern nur noch bis etwa November, Dezember 1959. Porsche 356, Club Deutschland, Ingo Behrens. Hallo. Ja, hier seht ihr einen schönen 356 Roadster und im Sommer machen wir ein Treffen, Porsche Übersee. Da kommen über 200 luftgekühlte Porsche. Ja, und da kann man die Dinger dann auch mal live sehen auf 911er. Das mache ich zusammen mit meinem Sohn, der Porsche Rennfotografie macht, hobbymäßig, und schon als kleines Kind in dem Auto mitgefahren ist. Also ist er schon lange in Familienbesitz? Ja, genau. Wir gucken mal einmal rein. Roadster, das heißt doch, die sitzen die... Dünnes Verdeck, geschraubte Frontscheibe. Genau. Die Armaturenweite ist ja besonders. Genau. Tiefer ausgeschnittene Türen. Oh, schön. Ich würde mal sagen, Roadster ist so ein bisschen zwischen Speedster. Das ist das Nachfolgemodell vom Speedster. Genau, genau. Ja. Und wie lange haben Sie den hier schon? Den habe ich jetzt 20 Jahre. Na! Na! Was? Ja. Das ist ein Auto, läuft es. Was seid ihr denn? Interessengemeinschaft oder Club? Club. Ach, Stehjagdclub. Okay. Bist du denn? Haben wir unser kleines Schild doch falsch aufgehängt? Was ist denn hinten drin? Hinten drin? Luft. Ja, war da reingehört. Ja, zeig mal. Ja. Aber ein bisschen zappelt dann auch. Ja, zeig mal. Aufmachen? Ja. Oh, ein 800. Können wir das Bild nehmen? Ich wollte auch das komplette Motorrad von dem machen.